Erstmal Hallo. Oder wie sagt man bei euch? Servus sagt man bei uns. Wie sagt man? Hallo. Also erstmal Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass auch Sie da sind. Geht's euch gut? Ja. Ja? Die Frau Rodemann kennt ihr schon, ne? Die Frau Richard kennt ihr auch? Eher nicht, ne? Aber die Frau Rodemann, wir kennen uns schon ganz lange. Und wisst ihr, was ich mir heute gedacht habe? Die Frau Rodemann ist wie eine Orange. Je älter es wird, umso süßer wird sie. Und die hat mich eingeladen und organisiert. Dafür bekommt die Frau Rodemann einen ganz tollen Applaus. Und die Frau Richard ist sowas wie meine Managerin, kann man schon sagen. Ein Applaus für die Frau Richard. Und immer wenn ich da bin, mache ich mir Sonnencreme ins Gesicht, weil die Steffi strahlt mich immer so an, dass ich einen Sonnenbrand bekommen habe. Ein Applaus für Steffi. Steffi, schön. Und du, schön, dass ihr da seid. Jetzt mache ich erstmal eine ganz kurze Sichtkontrolle, ob ihr auch wisst, ob ihr alle gut sehen könnt. Weil ich glaube, ihr zwei ist es besser, wenn ihr euch vielleicht ein bisschen rübersetzt, weil es gibt nämlich einen Film für euch, dass ihr das auch mal anschauen könnt. Deswegen haben wir da so ein Ding hingebaut. Könnt ihr alle diese Hand hier sehen? Ja. Die auch? Ja. Erwachsene? Ja. Ja, gut. Ach, und die Wipplosch ganz hinten. Wipplosch, wie heißt ihr beiden? Jamie. Jamie, habe ich Sie nicht verstanden? Ja, Jamie. Und wie heißt du? Evelina. Evelina und Jamie. Ein Applaus für die Wipplosch, Evelina und Jamie. Und heute gibt's eine Geschichte. Wisst ihr schon, wie die heißt? Nein. Wie heißt die? Das macht nichts. Ich vergesse auch alles. Weißt du's noch? Tom. Boah, Tom das Schaf. Wie heißt du denn? Miriam. Miriam, hast du schon ein Abitur? Das schaffst du bestimmt mal. Genau, die Geschichte heißt Tom das Schaf. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Brauchen Sie eine Kiste zum Setzen, Bodenpersonal? Passt so. Okay. Und jetzt müssen wir nur sagen, schönen Feierabend. Eins, zwei, drei. Schönen Feierabend. Und nicht vergessen, morgen wiederkommen, ja? Alles klar. Ich wünsche euch und Ihnen viel Spaß mit der Geschichte Tom das. Ja. Und die Ingrid ist da, da kann ja nichts schief gehen. Wunderbar. Hallo und guten Tag, ruft jeder, der das mag. Hallo und guten Tag, ruft jeder, der das mag. Hallo und guten Tag, ruft jeder, der das mag. Hallo und guten Tag, ruft jeder, der das mag. Ach, hallo Leute, schön, dass ihr schon mitklatscht, ihr seid ja der Knaller. Vielleicht können wir alle ein bisschen singen. Hallo und guten Tag, und guten Tag, ruft jeder, der das mag. Hallo und guten Tag. Ruft jeder, der das mag. Hallo und guten Tag. Ruft jeder, der das mag. Hallo und guten Tag. Ruft jeder, der das mag. Hallo Leute, ich bin Bauer Otto und das hier ist mein Bauernhof. Ey, sagt mal Leute, wart ihr schon mal auf einen Bauernhof? Ja. Oh, das ist ja schön. Auf so einem Bauernhof leben ganz viele Tiere. Aber ich habe nur zwei Tiere und das reicht mir auch. Ach, immer muss ich alles selbst machen. Der Boden ist ganz dreckig, da werden meine Tiere schmutzig. Ach, so ein Mist als alleinerziehender Bauer. Ey, sagt mal Kinder, wisst ihr schon, was man braucht, wenn man den Boden sauber fegen möchte? Ja. Sagt mal. Ein Lappen. Einen Lappen oder einen Besen. Ich hol mal den Besen. Müsst ihr zu Hause auch schon sauber machen, hä? Ach, dann kehre ich ein bisschen hier, ein bisschen dort. So, dann muss ich auch noch kehren. Oh, da ist aber ganz viel Schutz. Oh, sieht man, Uno ist ganz schön verstaut. So, das Gras ist gewachsen, da muss ich rumkehren. Und da auch noch. Und da, au, oh, mein armer, armer Kopf. Da geht mir doch glatt der Hut hoch. Hey, sagt mal Leute, habt ihr diesen Rechen hingeworfen? Nein.
Donnerwetter. Wisst ihr was? Ich habe schon oft gesagt, wenn man etwas nicht mehr braucht, dann muss man es auch wieder auf... Räumen. Genau, Ordnung muss... Sein. Genau, sehr schöne Vorbildfunktion da drüben. Danke, dass ihr mitspielt. Lasst euch ruhig gehen. Ha? Frau Rodemann, der David verrät nichts. So. Oh, meine Blumen. Oh, meine Blumen, die lassen ja nicht die Köpfe hängen. Heute ist es doch mal so heiß. Blumen, bitte wachst ein bisschen. Oh, seht mal, was mache ich denn jetzt mit den Blumen, hä? Ey, Blumen, wachst ein bisschen. Kaputt machen. Na, kaputt machen will ich sie nicht, sie sollen wieder wachsen. Hey, bitte wachst ein bisschen. Was soll ich drauf machen? Wasser. Ihr meint, wenn ich Wasser drauf gieße, dann wachsen die. Ja. Ich sag mal, Kinder, seid ihr immer so toll? Ja. Ja. Eure Verzieherinnen verdienen das Geld aber auch leicht, stimmt's, Leute? Ja. Soll ich die Gießkanne halb oder ganz voll machen? Oh, ich mache sie ganz voll, stimmt. In Unna macht man ja keine halben Sachen. Ja? Das merkt man an der Akustikdecke. Ja? So, also ich gieße jetzt mal Wasser drauf. Oh, es funktioniert. Oh, da gieße ich auch noch. Oh, es funktioniert. Oh, oh, soll ich noch eine gießen? Ja. Oh, ihr seid so toll. Ich gehe... Oh, ja, was ist das denn? Eine Banane. Ey, sagt mal, Leute, wachsen die Bananen aus dem Boden? Nein! Ey, Banane, du bist im falschen Stück, verzieh dich. Ach, dann gieße ich noch eine. Oh! Eine Erdbeere. Oh, oh, jetzt ist die Gießkanne leer. Jetzt muss ich sie wieder aufräumen. Ihr wisst ja, Ordnung muss... Genau, sonst gibt es ja hier auf dem Bauernhof einen Saustall und ich habe ja gar kein Schweinchen. Hm? Ach, immer muss ich alles aufräumen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bäh, bäh. Hier komm ich, Leute, passt gut auf. Tom ist im Anmarsch, ist gut drauf. Der Bauernhof ist meine Welt. Da bin ich jeden Tag der Held, denn ich bin wild, ich bin lieb, ich bin schlau. Und ich mache gerne viel Radau, denn ich bin wild, ich bin lieb, ich bin schlau. Und ich mache gerne viel Radau. Hi Leute, macht ihr auch gerne Radau? Nein. Oh, das kam ja noch nie. Ey Ali, machst du ein bisschen Radau? Auch nicht. Oh, Mann, oh, ich mach gerne Radau. Seid ihr immer lieb? Ja. Oh, Mann, ich bin manchmal auch lieb. Und wenn ich ganz lieb bin, mäh, dann mäh ich den Bauer Otto immer das Gras. Mäh, 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 mäh. Oh, lecker, oh, lecker. Oh, Blumen. Oh, mh. Oh, noch eine. Ey, was ist das denn? Oh, eine Erdbeere. Kann man die auch essen? Ja. Oh, ich probiere mal. Oh, lecker. Oh, ist die süß. Wie Frau Richard. So, jetzt schaue ich mal nach dem Rechten, ob er alles... Ja, Donnerwetter. Ja, wo sind denn meine Blumen und die Erdbeere? Was habt ihr denn... Hat der Tom die Blumen aufgefressen? Ja. Aber das geht doch nicht. Man muss doch fragen. Stimmt's, Leute? Ja. Oh, da geht mir doch glatt der Hut. Oh. Leute, ich muss euch etwas sagen. Mit dem Tom ist es nicht ganz so einfach. Der ist immer so wild und frech. Erwachsene wissen ja schon, ADHS und so. Hä? Oh. Tom, komm mal her. Der musste sein. Tom, komm mal her. Ach, alles muss ich immer zweimal sagen. Tom, ach, dass der auch nie hören kann. Könnt ihr bitte, bitte mal den Tom rufen? 1, 2, 3. Ich bin wild, ich bin lieb, ich bin schlau. Und ich mache gerne viel Radau. Mäh, hi Leute, was geht ab hier? Tom, wo sind die Blumen? Mäh, Otto, ich hatte Hunger. Tom, wie sagt man? Otto, ich hatte Kohldampf. Ach, Tom. Sagt mal, Leute, wisst ihr, wie das Zauberwort heißt? Ich freue mich, wenn Erwachsene lachen können in der heutigen Zeit. Danke. Sagt mal, wisst ihr, wie das Zauberwort heißt, wenn man etwas haben möchte? Genau, man sagt, bitte könnte ich etwas zu essen bekommen. Stimmt's, Leute?
Ich hab keine Lust auf bitte sagen, dann suche ich mir halt selbst was zum Essen. Tom, komm zurück auf der Stelle, kannst du nicht hören, wenn du weiter so frech bist, du Lümmel, fliegst noch vom Hof. Ma. Das glaub ich nicht, Schafe können doch gar nicht. Danke, Leute. Ach, Tom, dass du auch immer das letzte Wort haben musst. Jetzt wird erstmal gegessen. Und Tom, hast du auch vor dem Essen deine Pfoten gewaschen? Mö. Die werden eh wieder dreckig. Ja, aber wegen Corona. Mö. Und Tom, sei mal ein liebes, braves Schäfchen und sag den Leuten, was man sagt, wenn man das Essen anfängt. Was sagt man, Tom? Mö. Hau rein. Tom, wie sagt man? Mö. Weg damit. Ach Leute, wisst ihr, was man sich wünscht, wenn man das Essen anfängt? Man sagt guten Appetit. Sag mal, wo bin ich denn? Das kam ja noch nie. Steffi, ist das Erziehung oder Medikamente oder was? Wahnsinn. Ja. Genau, man sagt guten Appetit. Also lass es dir schmecken. Ach Tom! Mensch, Bauer Otto, was ist denn schon wieder? Immer hast du was zu meckern und zu schimpfen. Aber Tom, schau doch mal hin. Du machst beim Essen schon wieder eine Sauerei. Jetzt gib dir mal gefälligst etwas Mühe und ist ordentlich. Mensch, Bauer Otto, immer hast du was zu schimpfen. Alles mache ich falsch. Jetzt bist du kein kleines Lämmchen mehr. Jetzt gib dir mal etwas Mühe. Mensch, Leute, wisst ihr, wie ich ganz klein war? Da fand der Bauer Otto das immer so süß, wenn ich mich verschmiert habe. Und jetzt werde ich geschimpft. Und Bauer Otto, was machen wir heute Nachmittag noch? Du, Tom, wir beide mähen heute Nachmittag für Kunigunde frisches Gras. Dann gibt sie uns leckere Milch und du bist ein Profi Schäfchen und hilfst mir dabei. Nö, ich soll helfen? Nö, dann mach ich's mit David. Nö, ich hab keinen Bock. Tom, jetzt hör doch erst mal zu. Nö, nö, ich hab keinen Bock. Aber Tom, zusammen ist es doch viel schöner. Nö, nö, ich hab keinen. Aber zusammen geht es schneller und macht mir Spaß. Nö, nö, ich hab keinen. Echt, Bauer Otto, immer, immer, immer muss ich das machen, was du möchtest. Und auf Gras mähen, habe ich heute keine. Du Lümmel, komm zurück. Ach, immer muss ich mich ärgern, das ist nicht schön. Mö, 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 mö. Hallo, Bauer Otto. Oh, hallo, Kunigunde. Na, Bauer Otto, ich hoffe, alles ist wohlgemut. Vielen Dank, Kunigunde. Oh, lecker, das Essen ist fertig. Vielen Dank. Oh, schaut mal, vegetarische Kuhburger. Oh, glutenfrei. Guten Appetit, Bauer Otto. Guten Appetit, Kunigunde, lass es dir schmecken. Oh, lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Kunigunde, hast du etwas runtergeschmissen? Habt ihr etwas runtergeschmissen? Nein! Ja, Donnerwetter, wer war denn das, hä? Ein Kater! Genau, Bauer Otto, das kann doch nur einer gewesen sein, wie immer. Das war der? Kater! Bauer Otto, der Tom ist ganz wild, der macht alles kaputt hier. Der muss weg hier vom Bauernhof. Aber Kunigunde, auch wenn der Tom etwas wild ist, schließlich gehört er doch auch zu unserem Bauern. Also Leute, 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 mich geht es ja nichts an, aber gibt der Tom Milch wie eine Kuh? Nein. Ist der Tom immer lieb? Nein. Hilft der Tom immer? Nein. Sehen Sie, Bauer Otto? Oh, Bauer Otto, ja was denn? Sie sehen heute ein bisschen erschöpft aus, so wie Frau Richard, seit sie die Leitung hat. Ruhen Sie doch ein bisschen aus, ich räume alles in die Küche. Ach, Kunigunde, du bist immer so nett und hilfsbereit, vielen Dank. Mach ich doch gerne. So, jetzt räume ich erstmal alles in die Küche und dann habe ich mir einen schönen Nachtisch verdient. Ey, sagt mal Leute, mögt ihr auch gerne Nachtisch? Ja! Mögt ihr gerne Schokoeis? Aber Leute, schaut mal, heute gibt's kein Schokoeis, heute gibt es leckeren Schokokuchen. Oh, ich freue mich so. Ich bin wild, ich bin lieb, ich bin schlau. Und ich mache gerne viel Radau. Hi, Kuni. Ich heiße nicht Kuni, ich heiße Kunigunde. Boah, schaut mal, fett Schokokuchen.
Das ist mein Kuchen. Möh, ich will ihn haben. Nein, der Kuchen gehört mir. Möh, ich will das Stück. Nein, du hast den Kuchen gar nicht verdient. Verdient aber du. Ich geb wenigstens Milch. Und was machst du, hä? Möh, 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 ich mähe das Gras. Ey, Kuni. Was denn? Ey, Kuni, schau mal da drüben. Wo denn? Na, ganz da drüben. Aber ich sehe ja gar nichts. Was soll denn das sein? Ey, Leute, wo ist denn mein Kuchen? Hat der Tommy den Kuchen weggenommen? Oh Mann, der ist so gemein, ich bin so traurig. War ihr auch schon mal traurig? Ja! Ihr Steuerzahlerinnen, war ihr auch schon mal traurig? Ja! Beim Lohnsteuerjahresausgleich. Oh Mann, Leute, ich bin so traurig, ich muss erst mal ein bisschen weinen. Könnt ihr mal den Bauer Otto holen? 1, 2, 3. Ja, Donnerwetter, was ist denn hier schon wieder los? Was hat denn die Kunigunde, hä? Was? Kein Kuchen! Genau, danke, Leute. Der Tom hat mir den Kuchen geklaut. Stimmt's, Leute? Und jetzt bin ich total sauer. Ach, Kunigunde, sei nicht sauer. Ich muss dich doch jetzt eh erst mal melken. Och Mann, muss das denn sein? Jeden Früh und Abends melken, 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 melken. Jetzt quengle nicht rum. Sagt mal Leute, gibt es bei euch auch irgendetwas, was ihr jeden Früh und Abends machen müsst und nicht vergessen dürft? Nein. Was denn? Nicht. Steffi, sag's laut, ich hab's gehört. Dankeschön. Danke fürs Vorsagen, Steffi. Genau, müsst ihr früh und abends Zähne putzen? Ja! Siehst du, Kunigunde, melken ist wie? Zähne putzen! Also komm her, meine Milchschnitte. Leg dich schon hin. Du willst ja schließlich Miss Müller Milch werden. So, oh, jetzt. So, sagt mal Leute, wisst ihr, wie das Ding bei der Kuh heißt, wo die Milch rauskommt? Wie denn? Sehr gut. Gestern haben die Kinder Tetrapack gesagt. Ne? Ja, sag mal, Kunigunde, willst du mich ärgern? Was kommt denn aus deinem Euter heute raus? Das ist ja lauter sauer. Was ist denn los? Willst du mich ärgern? Bauer Otto, ich kann nichts dazu. Wisst ihr, der Tom, der hat mich so geärgert. Da wurde ich total sauer. Und jetzt ist meine Milch auch sauer geworden. So werde ich nie Miss Müller Milch. Dazu kann ich wirklich nichts. Also, so geht's ja nicht weiter. Ah, da geht mir doch glatt der Hut. Oh. Ah. Wisst ihr, wenn die Kunigunde keine Milch mehr gibt, dann kann ich auch keine Milch meine Kuh. Verkaufen, genau. Und wenn ich keine Milch verkaufen kann, dann verdiene ich auch kein Geld. Genau. Jetzt muss ich mit dem Tom mal ein ernstes Wörtchen reden. Tom, komm mal her. Ach, dass der auch nie hören kann. Tom, ach, alles muss ich zweimal sagen. Tom, ach, könnt ihr mal rufen. 1, 2, 3. Ich bin wild, ich bin lieb, ich bin schlau. Und ich mache gerne viel Radau. Hi Leute, was geht ab hier? Sag mal, Tom, hast du die Kunigunde geärgert? Die hat angefangen. Tom, schau mich bitte an, wenn ich mit dir rede. Nö, ich hab keine Lust. Aber Tom, wenn man miteinander spricht, dann schaut man sich auch an. Nö, ich hab keine Lust. Tom, schau mir mal bitte in die Augen. Nö, ich hab keine Lust. Tom, schau mir ins Gesicht. Nö, ich hab keine Lust. Ich schau dir nicht ins Gesicht, du kleiner Wicht. Tom, sei nicht so frech. Mensch, Bauer Otto, immer hast du was zu meckern und zu schimpfen. Dann schaff doch gleich eine Ziege an die Mecker den ganzen Tag. Mäh, 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 mäh. Oder mach bei Bauer sucht Frau mit, dann bist du entspannter. Mäh, 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 mäh. Tom, du Lümmel, komm zurück. Auf der Stelle. Komm, kommst du her. So, Leute, wisst ihr was? Jetzt reicht's mir aber. Immer nur streiten, das ist nicht schön. Manchmal ist Streiten schön, weil wenn man sich streitet, dann kann man sich auch wieder vertragen. Und sich zu vertragen ist doch was Schönes, stimmt's, Leute? Ja. Aber immer nur streiten, das ist nicht schön. Jetzt bin ich total sauer auf den Tom. Jetzt reicht's mir. Wisst ihr was?
Ihr könnt den Tom sagen, er kann sich ein neues Zuhause suchen. Ich will ihn nicht mehr sehen. Der fliegt jetzt raus. Und wisst ihr was? Damit er nicht mehr reinkommt, nagle ich noch einen hohen Zaun zusammen und mache ein Verbotsschild drauf. Immer nur streiten, streiten, streiten. Das ist nicht schön. Schaut mal, da habe ich den Zaun. So, jetzt wird er noch schön hochgenagelt. Ich bin wild, ich bin lieb, ich bin schlau. Und ich mache gerne viel Radau. Moment, der Zaun ist heute ein bisschen krumm. Ich bin wild, ich bin lieb, ich bin schlau. Und ich mache gerne viel Radau. Hi Leute. Ey, alter Schwede, was ist das denn? Wieso steht da ein Schild? Schmeißen die mich raus aus meinem Zuhause? Ey, das könnt ihr doch nicht machen, oder? Ich werde mich beschweren beim Tierschutzverein oder beim Familienzentrum. Ey, wisst ihr was? Wir rennen den Zaun einfach um. Gebt mir ein Startzeichen. Auf die... Okay, die Viblanche war nicht dabei, ja? Also, ich hab's gesehen, trotz Maske. Also nochmal. Auf die... Au, 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 oh Mann, keiner mag mich. Danke, keiner hat mich lieb. Habt ihr mich ein bisschen lieb? Danke. Soll ich euch mal sagen, warum ich so wild bin? Wisst ihr, der Bauer Otto, der hat immer nur Zeit für die Kunigunde, aber nie für mich. Aber wisst ihr, wenn ich wild und frech bin, dann hat der Bauer auch Zeit für mich. Zum Streiten hat der Bauer Otto immer Zeit. Aber wenn ich lieb bin und das Gras mähe, dann bemerkt er es nicht mal. Und immer muss ich machen, was Otto möchte. Ich versuch's doch. Na gut, dann suche ich mir neues Zuhause. Ich geh weg von hier. Ich brauch die nicht. Oh Mann, ich bin so traurig. Oje. Und wisst ihr was? Der Tom ging wirklich vom Bauernhof weg. Er ging und ging und ging. Und je weiter er wegging, umso kleiner wurde der Bauernhof. Und irgendwann war der Bauernhof gar nicht mehr zu sehen. Und der Tom war schon traurig. War dir auch schon mal traurig? Ja! Wisst ihr, wenn Schafe oder Männer traurig sind, dann heißt es, sie haben den Blues. Und dann singen sie ganz traurige Lieder. Aber hört selbst. Ich hab den Blues, weil ich Abschied nehmen muss. Das ist nicht nett, ganz ohne Bett. Ich hab den Blues, weil ich Abschied nehme. Der Bauer ist sauer, wie nach einem Gewitter. Genau. Ich hab den Yeah. Weil ich Abschied nehme? Nein, 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 nein. Ich habe Angst vor dem Alleine. Oh, seht mal, eine Wiese, nur für mich alleine. Oh, und wenn ich die Blumen futtere, schimpft keiner. Oh, und seht mal, da ist ein Busch. Der ist ja ganz hohl. Ich glaube, das ist Bushido. Oh, und seht mal, da kommt sogar ein Stinketier. Hey, Vorsicht, Freundchen. Ich bin kein Stinketier, ich bin Susi, das Wildschweinchen. Und wer bist du? Ich bin Tom, das... Hey, Tom, was hast du eigentlich auf meiner Wiese verloren, ohne zu fragen, hä? Deine Wiese? Die Wiese gehört allen, stimmt's, Leute? Ja. Also, verzieh dich, Susi, zieh Leine, mach dich vom Acker, sonst kannst du was erleben.
Hey, Freundchen, du hast eine ganz schön große Klappe. Aber wenn du Streit suchst, kannst du den haben. Dann werde ich dich so richtig... Mö, was wirst du? Ich werde dich so richtig... Was wirst du? Ich werde dich durchkitzeln, bis es regnet. Oh, nein, ich kitzel. Sus, hör auf. Ich bin kitzelig. Sus, hör auf. Kinder, sag mir, Sus, hör auf. Sus, hör auf. Ich bin kitzelig. Hast du ein Glück, dass die da sind? Danke, Leute. Mann, ich bin so kitzelig, das war nicht fair. Sag mal, Susi, ist die Wiese wirklich dein Zuhause? Ja, ich lebe hier in freier Wildbahn. Da kann ich machen, was ich will. Boah, das hört sich ja toll an. Du hast keine Regel und keinen Bauernhof. Das ist ja toll. Ja, das ist sehr, sehr schön. Aber... Aber was? Naja, ich bin auch immer ganz allein und einsam. Bist du immer ganz alleine? Ja. Bei Tag und Nacht? Ja. Sommer und Winter? Ja. Hey, du Tom, bleibst du zum Essen hier bei mir? Dann bin ich nicht ganz alleine. Ich kenne die Susi gar nicht. Was meint ihr, soll ich bleiben? Ja. Dann muss ich aber erst mal die Einrichtungsleitung fragen. Ingrid, darf ich bleiben? Ausnahmsweise. Mann, du hast so ein großes Herz. Okay, dann bleibe ich. Was gibt es zu essen? Hä? Was es zu essen gibt? Ey, du bist ja lustig, Freundchen. Es gibt das zu essen, was du dir suchst. Hä? Du meinst, ich muss mich jetzt selbst ganz alleine um mein Essen kümmern? Ja. Und wer kocht für mich? Na, du. Und wer räumt dann auf? Na, und wer macht sauber? Du. Und wer macht mein Bett? Du. Und wer wäscht? Du. Ey, sagt mal, Kinder, wer macht das alles bei euch zu Hause? Mama. Das macht die Mama. Aha, oder wenn ihr einen Sohn habt, der David heißt, macht's der David. Macht das bei dir auch deine Mama? Nö, bei mir macht das Otto, der... Der Bauer Otto macht das alles für dich? Boah, hast du sau gut, ey. Aber sag mal, wenn er das alles macht, wieso bist du zu Hause geblieben? Na, weil. Weil was? Weil er dich rausgeschmissen hat. Ja, der Bauer Otto war so sauer. Ich hab die Kunigunde so geärgert, dass sie keine Milch mehr geben konnte, sondern nur noch sauer. Sauerkäse. Und dann war der Bauer auch ganz sauer auf mich. Stimmt's, Leute? Ja. Aber du, Susi, du bist doch ein Wildschweinchen. Ja, und? Du musst mir was glauben. Das mit der Kuh wollte ich wirklich nicht. Bitte, bitte glaub mir das. Ich kann auch ganz nett sein. Du, Tom, ich glaub dir das. Aber Tom, es wird bald Abend und du musst dir einen Platz zum Schlafen suchen. Ich habe ja keinen Stall. Leg dich hier auf die Wiese. Susi, du meinst, ich soll nachts hier auf der Wiese schlafen? Ja. Ohne Bett und Stall und Stroh? Unter freiem Himmel? Ja. Oh nein, Susi, ich hab so Heimweh. Lass auf die Erde. Okay, dann lege ich mich auf die Erde. Danke. Und wisst ihr was? Der Tom legte sich wirklich hin. Es wurde abends und die Sonne ging... Die Sonne ging unter und was ging auf? Der Mond ging auf. Und wisst ihr, was noch am Himmel aufgegangen ist? Genau, die Sterne gingen auf und funkelten am Himmel. Funkel, 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 funkel. Und der Tom hatte einen Traum. Ey, sagt mal, Leute, habt ihr auch schon mal geträumt? Der Tom träumte, er wäre ein süßes kleines Schäfchen. In seinem Traum hatte der Tom Flügel und er konnte fliegen ohne Red Bull. Und er flog in seinem Traum über die Wiese nach Hause zu Bauer Otto und Bauer Otto war nicht mehr sauer. Alles war wieder gut. Aber das alles war ja nur ein... Schafe können ja gar nicht... Fliegen. Am Morgen ging der Mond unter und was ging auf? Genau. Tom, Tom, du Langschläfer. Oh, der schläft noch. Könnt ihr mal einen Wecker machen? Brrr. Raus aus den Federn,
Was heißt raus aus den Federn? Susi, ich habe hier auf dem harten, schmutzigen Boden geschlafen. Mir tut alles weh und ich bin ganz schmutzig. Ich muss mich erst mal waschen. Ey, sagt mal Leute, wascht ihr euch auch manchmal schon? Ja! Wo wascht ihr euch denn immer? Oh, du Susi, wo kann ich mich denn baden oder duschen? Du bist ja lustig, Freundchen. Hier im Freien kann man sich nur waschen, wenn es vom Himmel regnet. Wenn es vom Himmel regnet oder an den See. Oh nein, ich hab so Heimweh. Ich weiß, was gegen Heimweh hilft. Gegen Heimweh hilft Spielen, stimmt's, Leute? Ja! Wenn die Steffi mit ihrem Mann spielt, geht das Heimweh auch immer weg, stimmt's? Du schau mal, heute Abend spielt Dortmund. Wir spielen ein bisschen Ball. Oh ja, dann fange ich an. Nein, das ist mein Ball. Aber ich bin die Gastmannschaft. Aber der Ball gehört mir. Nein, ich will ihn anfangen. Nein, ich... Oh Mann, Tom, du Hammel, du hast meinen Ball kaputt gemacht. Die Susi hat ihn kaputt gemacht. Der Tom war's. Die Susi war's. Der Tom war's. Die Susi war's. Der Tom war's. Die Susi war's. Waren es hier vielleicht beide? Ja. Okay. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wir müssen was anderes spielen. Ich habe eine Idee, was wir spielen könnten. Wir könnten noch mein Lieblingsspiel spielen. Dein Lieblingsspiel? Wieso spielst du das nie? Das kann man nicht alleine spielen. Wie heißt denn dein Lieblingsspiel? Verstecken. Oh, das kenne ich auch. Kennt ihr das auch? Ja. Okay, weißt du was? Oder ich spiele Fangverstecken. Fangverstecken spielen wir später, das ist eine gute Idee. Aber jetzt nur verstecken. Ey, ich versteck mich und du suchst mich. Okay. Susi, du musst dich umdrehen. Ja, ja. Und am besten bis 5 zählen und nicht gucken. Ja, ja. 1, 2, 3, 4. Und nicht schummeln. Und ihr seid die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. 1, 2, 3. Hey, hat er geschummelt? Ja! Susi, beim Spielen gibt es Regeln. Die heißen auch Spiel. Regeln. Und wenn man sich dran hält, macht es mir Spaß. Stimmt's, Leute? Ja! Also. 1, 2, 3, 4. Hat sie geguckt? Ja! Susi, schau mich mal bitte an. Och nee, ich hab keine. Susi, wenn man miteinander spricht, dann schaut man sich auch an. Ja. Ach nee, ich hab keine. Ja. Susi, schau mir mal ins Gesicht. Ich schau dir nicht ins Gesicht, du kleiner Wicht. Ey, habt ihr das gehört? Ja. So was sagt man doch nicht, stimmt's, Leute? Ja, nein, das sagt man nicht. Hab ich das auch gemacht? Nein. Bei Bauer Otto? Stimmt, ihr habt recht, das ist nicht schön. Aber wisst ihr was? Ich hab so Heimweh. Ich brauch erstmal ein Dach über dem Kopf. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Schaut mal, da ist ein Busch. Wisst ihr was? Ich sag hau und ihr ruck, okay? Mein Heimweh muss weggehen. Ich brauch ein Dach über dem Kopf. Hau, ruck. Hau, hau, hau. Dankeschön. Oh, schaut mal. Da hinten, mein Glücksdach. Schaut mal, eine Rübe. Mein Lieblingsessen. Jetzt habe ich eine Rübe und ein Dach über den Kopf. Und ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Ich muss erst mal ein schönes Nickerchen machen. Oh, und dann Essen ist weg. Essen. Ihr seid zu schnell, das kommt später. Na gut. Ey, wo ist denn mein Essen? Was habt ihr mit meinem Essen gemacht? Hat die Susi mein Essen geklaut? Ey, das macht man doch nicht, stimmt's, Leute? Was hab ich? Hab ich das auch gemacht? Stimmt's bei der Kunigunde? Das ist nicht schön. Ich muss mit Susi mal ein ernstes Wörtchen reden. Susi! Ach, alles muss ich zweimal sagen. Susi! Ach, nie kann die hören. Susi! Thank you.
alles schön cool. Überhaupt nichts ist cool. Du hast meine Rübe geklaut. So möchte ich nicht dein Freund sein. Weißt du was? Ich möchte auch nicht dein Freund sein. Du meckerst da wie eine Ziege. Meh, meh, meh. Und du bist eine Zicke. Und du bist eine Null. Und du eine Doppel-Null. Und du eine Pfeife. Und du eine Dröde. Und du bist ein Loser. Ey, Susi, wenn du noch einmal Loser zu mir sagst, dann... Was dann, hä? Dann beiß ich dich. Loser. Au, du hast mich gebissen. Selbst schuld, wenn du Loser zu mir sagst. Hörst du die Regenwürmer husten? Wie sie durchs dunkle Erdreich ziehen, wie sie sich winden und dann verschwinden auf nimmer, nimmer wieder. Kennt ihr den? Ja. Ey, wer bist du denn? Ich bin Karl der große Regen. Wurm. Und wer bist du? Ich bin Tom das. Ey, sag mal, Leute, was war denn hier auf der Wiese los? Wieso hat denn die Susi so laut geschrien? Du bist. Weil. Was war denn hier los? Weil. Was hat er, Tom? Lass dir Zeit, bin bis 18 Uhr da. Genau, was? Gebissen? Ja, die Susi hat mich so geärgert. Da war ich so sauer und so wütend, dass ich sie vor lauter Wut gebissen habe. Aber eigentlich wollte ich das doch gar nicht. Bitte glaub mir. Ich glaub's dir. Manchmal ist man so wütend, da macht man Sachen, die sind nicht so gut. Stimmt's die zwei Leitungen? Ja. Dafür gibt's ja dann eine Supervision wieder, um's klarzurichten. Ja, aber ich wollte Susi gar nicht ärgern. Was machen wir denn jetzt? Ich hab die Süße nicht gern. Was macht man, wenn man was gemacht hat? Ärgern! Danke, Steffi. Steffi, jetzt kommt der pädagogische Teil. Man entschuldigt sich, stimmt's, Leute? Genau. Aber. Aber wie soll ich denn das machen? Hey, Leute, passt mal auf. Da gibt's ein Lied, da geht's um Entschuldigung. Soll ich euch mal vorsingen? Ja. Okay, hört mal zu, ist ein echter Ohrwurm. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen. Nein. So, Tom, sing du mal. Ich trau mich nicht. Können die mir kurz helfen? Ja. 1, 2, 3. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Genau, vertrag dich wieder mit der Susi. Das Leben ist viel zu schön, um zu streiten. Lauf ein bisschen Happiness. Leute, tschüssi mit Küssi. Boah, habt ihr schon mal so einen verrückten Wurm gesehen? Ich muss mich bei der Susi. Susi! Ach, alles muss ich zweimal sagen. Susi! Na, Tom. Willst du wieder beißen? Nee, Susi, wir haben ein Lied für dich. 1, 2, 3. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen. Du Tom, mir tut's auch leid, dass ich Loser gesagt hab. Und mir tut's, als ich dich gebissen hab. Weil eigentlich, Tom. Was? Mag ich dich. Susi, ich mag dich doch auch. Tom, dann bleib doch immer hier bei mir. Dann sind wir zu zweit und ich bin nicht immer A. Nein! Susi, das geht nicht. Warum? Ich hab so Heimweh. Wisst ihr, mir fehlt doch mein Zuhause. Aber ich hab Angst, dass der Bauer noch sauer auf mich ist. Und alleine traue ich mich gar nicht nach Hause. Ich hab Angst vor Bauer Otto. Alleine schimpft er mich bestimmt und schickt mich weg. Allein traue ich mich gar nicht heim. Mensch, was machen wir denn da? Was? Du kommst mit. Ey, das ist der Hammer. Ey, Susi, wenn du mitkommst, dann trau ich mich nach Hause. Aber ich hab Angst. Hä? Wieso hast du Angst? Der Bauer Otto ist doch sauer auf mich. Ja. Dann kannst du doch mitkommen. Und du kannst doch mitkommen. Ja, aber ich bin doch ein Wildschweinchen und ich hab Angst, dass ich mich daneben benehme. Ach, Susi, wir beide sind doch jetzt Freunde. Und Freunde passen aufeinander. Nein. Ey Leute, soll ich der Susi ein paar Regeln beibringen? Ja.
Susi, komm mal mit zum Bauernhof. Ich hab da ein Lied, da geht es um Regeln. Hör mal genau zu, das ist total toll. Sag bitte, wenn du etwas magst. Sag Danke, bevor man sich beklagt. Sag Hallo, wenn du kommst ins Haus. Und Tschüssi, Ciao, bevor du gehst hinaus. Siehst du, es ist doch gar nicht schwer. Und gib's mal Krach, dann hör jetzt einmal her. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Jetzt ihr! Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Nochmal alle. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, ist mir langweilig. Da geht mir doch glatt der Hut. Ach, Freunde, passt mal auf, ich muss euch etwas sagen. Ach, stellt euch mal vor. Mit der Kunigunde, da muss ich mich nie streiten, die ist nie wild und nie frech. Jetzt denkt ihr, oh, das ist schön. Ja, es ist schön, aber wenn man sich nicht streitet, dann kann man sich auch nicht wieder vertragen. Und sich zu vertragen ist doch was Schönes, stimmt's, Leute? Ja. Ach, war das noch ein Leben, als der Tom hier war, immer war was los, es gab viel zu lachen und zu streiten und versöhnen. Psst, und halt mal still, ich höre sogar schon das Gras wachsen. Wachs, 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 wachs. Ach, schaut mal, wie hoch das Gras ist und keiner mäht's mehr. Mö, hallo Bauer Otto. Oh, das Gras ist hochgewachsen. Ich mäh's Ihnen gleich weg. Mö, 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 mö. Und Bauer Otto, wie geht es dir? Ach, Schäfchen, vielen Dank fürs Gras mähen. Aber ich bin so traurig. Weißt du, ich hatte auch mal so ein Schäfchen wie du. Der hieß Tom. Und der war wild und frech, dann habe ich ihn weggejagt. Und jetzt vermisse ich ihn. Aber Bauer Otto, ich bin's doch, der Tom. Und schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ganz frische Milch. Ach, danke, Schäfchen, du bist aber nicht der Tom. Der Tom war immer wild und frech. Aber ich bin der Tom, stimmt's, Leute? Ja. Nein, das da ist nicht der Tom. Der war wild. Ist das der Tom? Aber Tom, du bist ja ganz anders. Mö, Bauer Otto, ich habe auf meiner Reise viel gelernt. Auch Männer, ich meine Schafe können sich verändern. Ja. Stimmt's? Ja. Und ich versuche auch nicht mehr so wild und frech zu sein, ehrlich. Ach, das ist nett, aber hoffentlich wird es nicht zu ruhig auf dem Bauernhof. Mö, Bauer Otto, gegen Ruhe und Langeweile haben wir jemanden dabei. Stimmt's, Leute? Ja. Holt mal die Susi, 1, 2, 3. Hallo, Bauer Otto. Schaut mal, ich werd verrückt, ein Ferkel. Mö, Bauer Otto, das ist meine Freundin, die Susi. Und die Susi möchte dir was fragen. Los, Susi, trau dich, der macht nichts, der will nur spielen. Bauer Otto, ich möchte Sie fragen, ob ich bei Ihnen auf dem Bauernhof wohne. Aber gerne. Ich habe mir doch schon immer mein eigenes Ferkel gewünscht. Da geht mir doch glatt der Hut. Ihr zwei seid bestimmt ganz schön hungrig von der Reise. Ich mache euch erstmal das Essen. Wir könnten doch das Essen zusammen machen. Dann geht es schneller und macht mehr. Ich werd verrückt. Habt ihr das gehört? Ein Ferkel mit Benehmen. Das Benehmen hat mir mein Freund der Tom beigebracht. Stimmt's, Leute? Ach, Susi, komm mal mit. Ich zeig dir ein neues Zuhause. Schau mal da hinten. Ach, Tom, schön, dass du wieder da bist. Ich hab dich so vermisst. Und danke, dass du die Susi mitgebracht hast. Und weißt du was? Aus der Milch, da backe ich euch jetzt erstmal einen schönen Schoko. Da hat der Bauer Otto aber ganz schön Schwein gehabt. Stimmt's, Leute? Und wisst ihr was? Euch wünsche ich auch viel Spaß beim Zusammenleben. Seid manchmal wild und manchmal lieb. Manchmal wild und manchmal lieb. Manchmal. Wild. Manchmal. Lieb. Manchmal. Wild. Manchmal. Lieb.
Mal so, mal. Mal so, mal. Ja, die Mischung macht's. Und vielen Dank für eure Hilfe. Und ohne euch hätte ich's nie geschafft. Und soll ich euch mal was sagen? Also, ihr seid ganz, ganz tolle Kinder. Mit tierisch gutem Benehmen. Die Steffi und die beiden Kolleginnen, die können echt stolz auf sich sein. Und vielleicht gibt's ab Montag eine Lohnerhöhung nach der Vorstellung. Oh, und sagt mal, soll ich mich bei der Kuni auch entschuldigen? Ja! Schaut mal, was ich für die Kuni gesammelt habe. Ganz frisches. Genau, und am besten machen wir das mit dem Lied. Könnt ihr vielleicht noch mal mitsingen? Entschuldigung, es tut mir leid, okay? Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Und jetzt volle Pulle. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich will mit dir keinen Streit. Einen Applaus für Tom der Schaf. Einen Applaus für mich. Einen Applaus für die Kamerafrau.